ist das Dopi dort. So, es ist der 15. August und heute ist die Fahrt meines Zeppelins, Flug meines Zeppelins heute, der im April schon stattfinden sollte. Und dann gehen wir jetzt einfach mal davor und tun einchecken. So, also jetzt gehen wir zum Check-in. Und jetzt schon? Ja, Stunde vor muss ich eingecheckt haben und dann gehen wir jetzt mal so langsam da rein. Komm, wo musst du eigentlich? Hier vorne, hier links vorne. Gleich. Ja. Ja. So, dann gehen wir mal zum Check-in-Schalter. Dann gucken wir mal hier hinten hin. Da ist der Check-in. So. Ich filme nur mich selber, gell? Nicht euch. Oder wollt ihr mit drauf? Nein. Gut, so. Komm ruhig mit her, du hörst mich ruhig mit aufs Bild. Wer kriegt das? Die? Sie kriegen das? So, du musst mit aufs Bild. So, die Ausweise brauche ich bitte. Bitte? Die Ausweise? Ja. So, Ausweis? Ausweis. Du brauchst einen Ausweis? Nein, du brauchst auch einen Ausweis. Ups. Hältst du es so? Ja, den Selfie-Stick wollen Sie bestimmt mit an Bord nehmen, oder? Habe ich gelesen, dass man nicht mit reinnehmen darf. Dann bin ich ja kein Überbringer der schlechten Nachrichten. Ja, mit drauf. Dann komm. Ja. Danke. So, jetzt haben wir erst einmal das gemacht. So, Ihre Flugtickets. Ja. Der Flug startet um 18.15 Uhr. Sie haben um 17.55 Uhr Ihre Flugsicherheitseinweisung. Ja. Der Treffpunkt ist diese große blaue Fahne hier, direkt im Innenhof. Große blaue Fahne? Ah ja, genau. Cool. Ja. Da werden meine Kollegen Sie dann in Empfang nehmen. Sie erhalten die Flugsicherheitseinweisung und gehen dann gemeinsam als Gruppe dann raus zum Zerstören. Prima. So, und meine Frau wusste bis jetzt nicht, dass er mitfährt. Deswegen. Das war die Überraschung, deswegen habe ich es gefilmt jetzt. Gell? Ich bin
Überraschung jetzt. Okay. Ja, gut, ich muss doch, ja. Es hat jeder gewusst, außer dir. Aber ich kann auch nur noch. So, können wir ausmachen? Guck mal, wie lustig es eben war. Sie hat mir aber eben geglaubt, dass ich mit der Sonne. So, Check-in ist passiert und jetzt stehen wir hier am Start. Da ganz hinten kommt er dann und unsere Passagiere sind alle zusammen. Und meine Frau, die immer noch nichts gewusst hat, ist auch dabei. Naja, und der Rückweg war stark. Und wir haben die Autobahn gefahren. Ja. Und wir haben die Autobahn ausgeweitet. Und es war stark im Stau. Und wir wachten. Genau. 7 Uhr immer noch. Der Flug ist vorbei. Elbphilharmonie, Luftschiff von der großen Elbstraße aus und ich sage hier. Das rennt die Sonne, das Luftschiff und die Elbphilharmonie. Da muss man den nicht mehr. Schon ja. Also das ist jetzt könnte was machen. Alle Videos gesehen davon. Ich bin also auch Pilot, ja, aber aus dem Ballon. Ah, okay.
bin hier im Taunus unterwegs gewesen, jetzt 23 Jahre bis letztes Jahr. Und da bin ich in Ballonrente jetzt nach 23 Jahren. Oh ja, das war eine schöne Zeit gewesen. Ja, war super. Ja. Ich bin viel hier am Stadtrand gefahren, ja, aber halt noch nie über die Stadt. Ja. Und gesehen von oben schon immer. Ja. Jetzt sagt man, schauen wir da mal dran dürfen. Also Freigabe haben wir mal Richtung Flughafen. Ja, hab's mitgekriegt. Schön, ja. Letztes Jahr habt ihr es ja auch einmal gemacht, wie der eine Fluglotse drin war, habe ich gesehen. Gell? Letztes Jahr, ja. Habe ich gesehen, ja. Super, also das ist für mich jetzt ein ganz großes Highlight nochmal, ja. Ja. Schauen wir nach. Ja, mal gucken, wie lange wir uns dran lassen. Ja, weil ist ja 2,5 Betrieb, das ist ja ganz gut, ja. Ja. Wenn an der Nordwesten nicht so viel landen, vielleicht lassen wir uns noch ein bisschen näher ran. Lassen wir uns überraschen. Ja, wunderschön. Habt ihr was dagegen, wenn ihr auf YouTube seid, in meinem Video später? Nichts dagegen? Gut, ja. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, dann mache ich das immer drauf, auch ein Video. Okay, danke schön. Ja. Genau, und dann halt je nach Gegenwind oder Rückenwind mal ein bisschen schneller, ein bisschen weniger, aber so um den Dreh rum. Ja. Hab ich gut geschätzt. Ihr Auto unterstellen will. Siehst du das? Euch zwei nehme ich auch mal so schön hier drauf. Ja. Sitzt so schön da hinten. Die rote Ringelsocke. Ach so. So, das ist das Highlight jetzt. Ganz nah am Flughafen dran. Das kommt nicht jeden Tag vor, dass man sowas genehmigt kriegt jetzt hier. Und der fliegt jetzt hier fast. Ja. Nordwest ist gerade keine Landung. Deswegen dürfen wir jetzt hier auch ganz nah ran und jetzt schwenkt er rum hier über den Cargo-Bereich hier unten schon fast. Es ist einfach nur fantastisch. Das ist jetzt das Highlight des Tages. Besser hätte es gar nicht kommen dürfen. Und der geht noch hier über das Flughafengelände drüber. Ja, ich werde bald wahnsinnig. Das Square hier unten, Terminal 1, Terminal 2, ganz nah am Flughafen. Und jetzt gehen wir nach rechts. Hier unten eine Queen. Hier unten der Cargo-Bereich ganz unten. Die Startbahn West ist gerade ein Start. Da haben wir eine, die ist gelandet. Das ist jetzt wirklich hier das Highlight heute. Leute, ich werde wahnsinnig. Da vorne eine Boeing 747, die wird im Cargo-Bereich geschleppt. Blaue Ringelsocke. Da unten steht der A380 von der Singapur. Einer von den 2 A380, die noch nach Frankfurt kommen. Und jetzt sind wir hier genau über Terminals. Weitwinkel. Leute, es ist einfach Wahnsinn, sowas zu erleben jetzt hier im Flughafen, so dicht zusammen. Panda schreibt gerade, hinter uns fliegt die FedEx. Mal sehen, ob ich den Pfeil sehe. Ja, und auf der A3 da unten wie immer Stau. So, wir eindrücken. Da drüben haben wir jetzt eine Land. Auf der Südbahn.
bei den Power-Effekt-Fällen. Gelandet ist er. Und jetzt geht's in Richtung Stadtmitte. Also das war jetzt das Highlight des heutigen Tages. Hätte ich nie mitgerechnet, dass wir heute zum Flughafen kommen hier. Ich bin hellauf begeistert. Die Landeanfahrt über das Krankenhaus mit Hubschrauber Landeplatz von oben. Blick auf Bad Homburg.
Wir gehen jetzt an den Mast, docken an, weil das die letzte Fahrt ist für heute.
außen die Motoren. Da hängt der Mast. Drin. Es gibt hochhäufig auch nicht zu erwerben, sondern nur als Fluggast und dabei ist auch noch eine Urkunde mit Ihrem Namen drauf, dem heutigen Flugdatum und der Unterschrift Ihres Piloten, Herrn Mario Gassner. Als kleine Erinnerung für Sie zu mitarbeiten. Dann würden wir einmal die Urkunden austeilen. Gute Müller. Ja. Margit Buckelmann. Ja, schön. Thomas Römer. Christel Glab. Ja. Maike Krumwiede. Reinhold Blab. Müsste ich dann sagen, danke. Monika Kogelnick. Andreas Bayer. Ja. Das Land ist noch ein älteres Pärchen. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich. Julia Sprang. Arthur Müller. Ja. Dankeschön. Ja. Und Ingo Alberbusch. Dann dürfen wir uns im Namen der Deutschen Zeppelin-Reederei auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute unsere Fluggäste waren. Freut mich, dass Sie einen schönen Flug hatten. Ich hoffe, Sie können viele schöne Erinnerungen und Fotos auch mit nach Hause nehmen. Genießen Sie noch den schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns aber wieder. Vielen Dank auch für die Zeit. Dankeschön. Dankeschön.